Heute geht es mal um den Kollegen hinter mir. Das ist ein Mercedes T1 und um genau zu sein geht es nicht um den Wagen an solchen, sondern um das LS2 Lenkgetriebe, was man allerdings auch im T2 findet, also in dem großen Bruder von dem. Und das hat hier so eine Dichtung, die ist undicht und dann tropft das aus der Servolenkung raus wie wild. Also hier, wenn man mal in den Eimer guckt, da ist auf jeden Fall schon gut was drin. Und das muss jetzt behoben werden. Und dann hoffe ich jetzt mal, dass ich das so vernünftig einfangen kann für euch. Links zu den Ersatzteilen in der Beschreibung. Und ja, ihr braucht doch eine relativ Menge an ziemlich grobem Werkzeug, das, was man normalerweise nicht unbedingt hat. Also, naja, wie gesagt, Links dazu in der Beschreibung. Also, was man als erstes machen muss, ist, dass die Stoßstange ab ist. Geht wahrscheinlich auch, wenn die Stoßstange dran bleibt, aber das ist deutlich komfortabler, wenn die ab ist. Da bisher die große YouTube-Karriere noch auf sich warten lässt und ich kein Kamerakind habe, hier könnt ihr hier mal sehen, was man machen muss, um die Stoßstange abzubekommen. Zumindest wenn man die Variante der Stoßstange hat, sind im Grunde genommen bloß diese zwei Metallbügel und die sind von hinten hier gegen den Träger geschraubt. Ja. Und ja, hier in meinem Fall ist das Loch hier im Arsch. Da haben sie dann, wer auch mal da als letzter dran war, hat hier von hinten eine Schraube durchgemacht. Das ist jetzt nicht so die geilste Lösung, weil die sich hier mitdreht, wenn man die abmacht. Da empfehle ich hier, werde ich nachher noch machen, ein Nietgewinde, also eine Nietmutter drin zu machen. Das ist halt dann doch wieder so eine Sache, kriegt man die, hat man die in der Größe. Aber wenn man die hat, sollte man das auf jeden Fall machen. Ja, naja, und dann ist man jetzt auf jeden Fall hier schon mal dran. So, also, wenn ihr das LS2 Lenkgetriebe habt und das da so raussuppt wie bei mir, also hier ist es auf jeden Fall schon ganz krass, ist es immer erst wenig und wird dann quasi mehr, dann ist halt da eine Dichtung drin, die man auswechseln muss. Und ja, genau, um da ranzukommen, muss man erstmal den Arm abmachen. Und für den Arm haben wir hier eine fette Mutter. Und das ist eine 41 und die muss man anfangen zu lösen, wenn der Wagen noch unten auf der Straße steht. Sonst funktioniert das nicht, sonst kann man da die Gewalt nicht aufbringen, weil man dann quasi gegen die Lenkung arbeitet, die da oben dann freihängig ist, wenn er in der Luft hängt. Und ja, das ist schlecht, weil dann verbiegst du, also was heißt verbiegst, du machst es dann quasi auf Anschlag und dann ist das für die Lenkung und alles nicht gut. Hierfür braucht man halt jetzt schwere Gerät, muss man da ansetzen. Hier, wie gesagt, eine 41. Und dann klassisch im Uhrzeigersinn drehen. Eventuell braucht man da auch noch eine Verlängerung. Wenn sich das Ding nicht bewegt. Alter Schwede. Kilo hier drauf stellen. 85. Bewegt sich kein Millimeter. Also der Arm muss auf jeden Fall runter, wenn man ansonsten die Dichtung nicht wegbekommt. Das heißt, no matter what, da muss jetzt dran rumgewirkt und gehebelt werden, bis man den Scheiß abhat. Im Notfall kann es sein, dass man hier so ja noch die Front abbauen muss, damit man hier einen noch besseren Hebel ansetzen kann. Aber ich hoffe mal, dass es auch so geht. Juhu! Ordentlich hingetreten, muss auch abhängen. Wer weiß, was da für ein Drehmoment dahinter steckt. Natürlich ist mein Mercedes-Benz Werkstattinformationssystem funktioniert gerade nicht. Deshalb weiß ich nicht, mit welchem Drehmoment man das anzieht. So, Schraube ist ab. Vom Festmachen mal ordentlich sauber machen. Ist auf jeden Fall eine selbstsichernde. Also wenn man hat, ersetzen. So, und jetzt ist der nächste Schritt, dass man das hier alles so schön sauber macht, damit man die Markierungen sieht. Weil Mercedes macht hier von Werk ab sowohl auf die Welle als auch auf den Arm eine Markierung, damit man weiß, in welcher Position es angebracht werden muss, wenn man es wieder montiert. Genau, das ist jetzt der nächste Schritt und wenn das gemacht ist, dann muss man hier mit dem Abzieher drauf. Zukunfts-Daniel hier, also ich hatte ja vergessen,
Hab leider vergessen, das hier mal aufzunehmen, dass man das mal genau sehen kann mit den beiden Markierungen. Ne, also da sind sie. Einmal auf der Welle und einmal an dem Arm. Und ja, also das ganze, die ganze Reparatur ist jetzt bestimmt schon ein Dreivierteljahr her. Und da tropft nix. Das heißt, es war maximal erfolgreich, so wie es sein soll. Na gut, weiter im Video. Dass man mal sehen kann, wie man das hier sauber macht. Da bietet sich irgendwie sowas hier an. Hier gibt es manchmal einen Discounter für ein Apple und ein Ei. Ansonsten kann man es natürlich auch online bestellen. So. Und da ist die Markierung auch schon. Der Grund, warum ich das jetzt mache, hier sauber gemacht habe, ist, dass wenn man feststellt, dass man die Markierung nicht sieht, dann muss man selber noch eine Markierung machen, damit man das dann auf jeden Fall wieder drauf bekommt. Und so eine Kappe benutzen, damit man da die Winde sich nicht ruiniert von der Welle, sonst kotzt man dann später, wenn man versucht, die Schraube da wieder drauf zu machen. Also hier gibt es immer wieder Berichte, dass die Leute da fast verzweifelt sind, um das abzubekommen. Also, man hat jetzt mal gucken. Meine Erfahrung ist ja, dass ich meistens ein Glückspilz bin und das wunderbar gleich von Anfang an abgeht. Aber ja, wenn das nicht geht, dann bleibt einem nur da Wärme dran zu geben und zu hoffen, dass das irgendwie was bringt. Naja, jetzt erstmal Schlagschraube ansetzen und gucken, ob es funktioniert. Die 24 ist es. So, naja. Für den Rest werde ich jetzt mal den Wagen aufbocken und dann weitermachen. Bevor der Wagen nach oben kommt, natürlich noch das Rad abmachen. Und bevor man das Rad abmacht, beziehungsweise bevor man den Wagen nach oben macht, die Radmuttern anfangen zu lösen. Weil sonst dreht das Rad euch im Kreis, falls er keinen vernünftigen Schlagschrauber hat. Ja, genau. Angelöst sind sie jetzt schon, wie man hier schon sieht. Und jetzt kommt er hoch und dann kommt das Rad ab. Und wie immer, so eine Arbeiten natürlich nur machen, wenn ihr da das Ding vernünftig abgestützt habt. Ich lasse den Wagen immer leicht aufgedrückt auch irgendwie stehen, also den Wagenheber. Der ist jetzt quasi, die Wicht ist jetzt auf den Stützen. Aber der Wagenheber, wenn die jetzt irgendeine Stütze abhauen sollte, ist der Wagenheber auf jeden Fall auch noch da, aber eben nur ganz leicht auf Spannung. Der würde quasi auf den Wagenheber absinken. Naja, so, jetzt erstmal das Rad ab. Wer da als letzter dran war, hat auf jeden Fall die Bolzen schön geschmiert. Sehr erfreulich. So, ich habe jetzt mal hier erstmal mit grober Gewalt und dem Hebel hier, also quasi eine 24er Nuss auf dem Abzieher, dann die große Verlängerung mit einer 3/4 Zoll Aufnahme, also dafür, dass das sich nicht, zumindest nicht zu sehr verbiegt, aber ich habe den Eindruck, das hat sich trotzdem schon verbogen. Nun ja, und dann hier noch so ein Metalltischspähen. Aber er ist gekommen und an dem Ende will ich euch dann auch mal teilhaben lassen. Das ist immer alles so relativ mit dem teilhaben lassen. Also da, wenn man jetzt hier rin guckt, dann kann man nicht sehen, dass der da kommt. Geht jetzt auch schon ganz leicht. Also diese Teil hier, wie gesagt, das ist halt das Originalset, was man für ungefähr 50 bis 80 Euro bei den einschlägigen Online-Häusern bekommt. Was aber eigentlich dafür gedacht ist, das obere Traggelenk vom T4 abzumachen. Jetzt gibt es aber für das obere Traggelenk vom T4 eigentlich noch ein viel geileres Werkzeug, was mal so ein Selbstmacher sich so zusammen ausgedacht hat und auch bei eBay verkauft. Das ist auf jeden Fall besser. Aber hier hat sich halt rausgestellt, dass das eigentlich ideal ist. So, und jetzt kommt die nächste Hürde. Und das ist, diese Frontplatte von dem Ding hier abzubekommen, die Schrauben hier zu lösen. Hier oben von der Platte und theoretisch zumindest müsste dann diese Platte freigängig sein und man müsste die eigentlich in einem Rutsch quasi abbekommen. Die Dichtung, die da drin ist und dieser Ring, der da drin ist, das macht man alles später ab, aber das Ding müsste jetzt eigentlich so abgehen. Naja, und wenn man sie dann dementsprechend weit raus hat, dann kriegt man halt hier den Schwung Öl ins Gesicht. Deshalb hängt ja hier schon der Eimer. Und noch zusätzlich der Teppich, falls doch noch irgendwas auf dem Beton kleckern sollte. Ja, naja, jetzt erstmal den Spaß hier, die Schrauben abmachen. So, das sind 17er. Und die sind eigentlich nicht so fest. Sagte er und verzweifelte schon wieder. Mann, warum sind denn die so fest? Ist ja blöd. Das sollte eigentlich auch nicht sein.
Nun ja, wohl dem, der einen Schlagschrauber hat. Mal so eine Sachen, wenn die abbrechen, dann kotzt er, deshalb willst du das nicht mit dem Schlagschrauber machen, weil da so viel Gewalt ist. Aber auf der anderen Seite, wenn man das in einem beschissenen Winkel abschraubt, mit einem Schlüssel, dann macht man da auch auf jener Seite so viel Kraft, dass du da die Schraube auch abbrechen kannst. Also Pest und Cholera haben wir wieder. Und ja, kommt jedenfalls, ist schon mal gut. So, die erste wäre raus. Vorbesitzer oder wer auch immer da zusammengeschraubt hat, auf jeden Fall ordentliche Windesicherung drin gemacht. Ist ja auch eine gute Idee. Also die Lenkgetriebe, die gehen ja eigentlich nie kaputt, außer dass sie mal eventuell nachgestellt werden müssen. Und das ist dann meistens auch der Grund, warum die Dichtringe kaputt gehen. Weil man stellt das halt nach, damit das Lenkrad nicht mehr Spiel hat. Und dabei ruiniert man dann den Simmerring, der, wenn er noch in Ordnung wäre, das ja eigentlich aushalten müsste, dass da so ein bisschen der sich vor und zurück bewegt. Tut er dann aber nicht mehr. Dann meckert er und dann sagt er auf Wiedersehen. Jetzt sind die alle ab. Tja, und jetzt sollte man, zumindest in der Theorie, diesen Deckel da ganz einfach abbekommen. Ja, ich werde jetzt da mal ordentlich rumkloppen und ihr werdet das wahrscheinlich nicht sehen. Versuche ich mal hier so hinzustellen. Ja. Oh ja, fangen wir mal mit einem dezenten Hämmerchen an. Also Problem ist, man darf hier auf diese an die Stellen, wo quasi wo die Schrauben rinkommen, da darf man nicht so wirklich drauf kloppen, weil die sich verbiegen. So, und hier hinter eben von denen ist auch noch so ein Port, so ein Ölport. Da darf man auch nicht verbiegen. Also im Grunde genommen gibt es ja nicht so viele Stellen, wo man da überhaupt drauf kloppen darf. Ein bisschen hin, ein bisschen her. Rundherum, das ist nicht schwer. Oha! Wer hätte das gedacht? Das hat ja nicht zu hoffen gewagt, aber wie ihr seht, geht das mega easy ab. Haha. Also das letzte Lenkgetriebe, was ich da aufgemacht habe, ey, da habe ich mir einen abgebrochen, weil das Ding sich einfach nicht bewegt hat. Aber der hier, ja, top. Naja, wie man jetzt sieht, lasse ich hier gerade das Öl ablaufen. So geht's auch. Also theoretisch, wenn ihr da frisches Öl drin habt und das vernünftig filtern könnt, kann man das wiederverwenden. Aber auf der anderen Seite kostet das auch kein Vermögen. Insofern. Ich habe auch mal irgendwo gelesen, dass da eigentlich kein rotes, sondern der Vorgänger, also das grüne bzw. gelbe drin gehört. Aber egal, wo ich hinkomme, verkaufen die mir unter der Tütennummer immer nur das rote. Und sagen, nee, da gehört das rote drin. Und dann sagen aber andere Experten, nee, gehört nicht das rote drin. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da tatsächlich das andere drin gehört und dass die eventuell die Simmerringe dadurch kaputt gehen, dass da immer das rote drin kommt. Aber ich mache natürlich auch wieder rote drin, weil was soll ich machen? Also, naja, sollen sich mal die Mercedes-Experten melden, ob die der Meinung sind, lieber das andere, dann wechsle ich das nochmal. Zumindest theoretisch hat das ja bisher auch funktioniert, beziehungsweise praktisch hat das bisher auch funktioniert. Dann hoffe ich auch, dass das weiterhin in Ordnung ist. Wenn ich die Reparatur einmal geschafft habe, dann schaffe ich es auch nochmal. Natürlich das gemacht, wovon jeder Mechaniker träumt, da um meine Lippen um das Öl herum gebunden. Wie das immer so ist, legt man schon einen Teppich aus und dann geht es trotzdem aufs Beton. Naja. So, dezente Schläge auf den Hinterkopf, erhöhend Drehvermögen. Naja, gerade sagt er noch, da darf man nicht kloppen und schon klopp ich da. Jetzt probiere ich erstmal, ob ich das eventuell einfach abgekloppt kriege. Weil eigentlich sollte man das abgekloppt kriegen. Kann ich nur sagen, die Arbeit hier, das kann auch mächtig in die Hose gehen, im Sinne von, dass das alles überhaupt nicht abgeht. Ja? Also sowohl, dass man den ganz schwer bis ja nicht abbekommt, als auch, dass sich diese Platte hier einfach nicht lösen will. Ihr seht jetzt hier gerade jemanden, der einfach Glück hatte. Das ist nicht zu erwarten, dass das so einfach ist. Das geht auf jeden Fall deutlich einfacher, wenn man das Lenkgetriebe ausbaut und das in Schraubstock machen kann. Aber naja, dreimal darfst du raten, du musst halt Lenkgetriebe ausbauen. Oh, jetzt mal gucken, ob hier gleich noch ein ganzer Schwung Öl hinterherkommt. Umso upper, umso größer der Strahl. Houston, wir haben einen Gewinner. Nee. Wie sagt man? Houston, wir haben kein Problem. Houston, wir haben gewonnen.
Lenkgetriebe 0, Daniel 1. Ja, jetzt das Ganze mal erstmal abtropfen lassen. Jetzt muss natürlich hier die Dichtfläche noch sauber gemacht werden. Und geguckt werden, ob da keine Riefen oder irgendwas drin sind. Das wäre natürlich schlecht, weil dann wird es relativ bald wieder undicht. Sieht jetzt hier so, naja, okay-ish aus. Ja, also ich habe es jetzt sauber gemacht. Ich denke, ich lebe damit. Und ich kann es ja normal machen. Ansonsten gibt es da so eine Reparaturhülse von SKF, die man da drauf schieben kann. Und dann, ja, dann soll das irgendwie halten. Aber ich werde es erstmal ohne probieren, weil eigentlich sieht es ja ganz okay aus. Bis auf die eine Stelle hier, die so ein bisschen komisch eingelaufen aussieht. Aber hoffen wir mal, dass das nicht wirklich eingelaufen ist. Denn mit dem Fingernagel merkt man jetzt nicht, es sieht halt nur irgendwie leicht eingelaufen aus. So, hier ist ja jetzt nochmal der Deckel mit dem neuen Simmerring und dem neuen, der neuen Scheibe. Simmerring und Sicherungsscheibe bekommt man bei Mercedes noch. Ein paar andere Teile von dem Lenkgetriebe bekommt man auch noch. Und da grundsätzlich bekommt man auch diesen Dichtring hier noch, aber das erscheint mir nicht notwendig. Den auch kriegt man auch bei eBay, den kompletten Satz. Da sind so ja mehr Dichtungen drin, als man eigentlich braucht. Die sind dann quasi für verschiedene Mercedes-Lenkgetriebe. Ja, naja, so sieht es aus, wenn das jedenfalls repariert ist. Und jetzt kommt das Ganze wieder rin. Beim Rinnmachen nicht vergessen, das vorher mit ein bisschen Öl einzustreichen, damit die Dichtung da schön rinflutscht. Das ist also grundsätzlich beim Montieren von sowas ja nicht mal so viel anders, wie wenn man Ölfilter wechselt. Na, also alle Gummidichtungen sinnvollerweise mal so ein bisschen einstreichen. Dichtflächen aber sozusagen versuchen sauber zu halten. Aber dass der Gummi da halt vernünftig rinflutschen kann. Und dann ist halt hier diese Aufnahme, ne? Und die muss quasi hier mit dem übereinstimmen, dass wenn man das jetzt ranmacht, dass man auch weiß, wo man das macht. Jetzt mache ich mal hier nochmal den Bremsen rein, ja, um zumindest die Illusion zu haben, dass ich das halbwegs ölfrei habe. Weil das läuft ja, das ist wie wenn man die Motorwanne oder die Ölwanne abmacht bei einem Auto. So, das läuft einfach noch tagelang nach. Deshalb ist Ölwanne beim Auto abmachen eigentlich scheiße. Das irgendwie wieder richtig dicht zu bekommen, weil in dem Moment, wo da Öl drauf ist auf der Dichtfläche und du machst die Dichtung daran, dann will das Öl da sofort wieder durch. Ja. Naja, gut, das sieht erstmal für eine Sekunde gut aus. Gehen wir hier nochmal drin mit dem Finger. So. Dann schnell die Scheiße drauf geschoben. Tata. So. Gut. Und jetzt kann man zwar versuchen, das hier wieder so drauf zu schieben, aber meine Erfahrung ist, dass das ja nicht so richtig von Erfolg gekrönt ist, sondern dass das besser ist, wenn man da jetzt die Schrauben dran macht und das dann quasi nach und nach die einzelnen Schrauben anzieht. Dann natürlich wieder Schraubensicherung dran, hier Schraubensicherung blau. Ja. Ach, fangen wir mal an, hier. Zwei. Und die dritte. In dem Moment, wo man hier einen leichten Widerstand merkt, gleich zur nächsten Schraube übergehen, bis die halt auch irgendwie so wieder einen Widerstand zeigt. Sich dann da quasi immer so im Kreis rumarbeiten oder auch über Kreuz, wie auch immer. Auf jeden Fall nicht so, dass der Kram verkantet beim Einschrauben. Also irgendwann kommt natürlich ein Punkt, wo man dann immer ein bisschen stärker schrauben muss. Aber noch sieht es erstmal gut aus. So, wenn ich die Newtonmeter-Zahlen noch finde, schreibe ich sie natürlich in die Beschreibung. Ansonsten, wie immer, mittlere Manneskraft.
Wenn ihr die Welle hier ab, ja, den Arm quasi von der Welle abmacht, dann wird sich ja dabei eure Lenkung ganz nach links einschlagen, also Richtung Fahrerseite. Und wenn ihr dann danach am Lenkrad dreht, zum Beispiel um das Öl irgendwie richtig da rauszubekommen, dann ist das aber überhaupt kein Problem. Ihr dreht quasi einfach dann am Ende auf den Anschlag wieder nach links zurück. Genau. Und dann ist halt wichtig, dass er den halt wirklich wieder genau so trefft, wie er war. Wenn er den da drauf macht, und das passiert nämlich jetzt. Weil eigentlich ist die Reparatur damit fast schon abgeschlossen. Oder zumindest ist der Teil, der den eigentlichen Fehler behebt, ist damit abgeschlossen. Also die hier sind alle fest. Ne? Da ist der Dichtring drauf. Die Dichtfläche ist von dem Simmerring ist sauber gemacht. Also wie gesagt, jetzt danach, nachdem der getauscht ist, kann man, wenn man merkt, dass man da irgendwelches Spiel haben sollte, in Leichtheit, kann man da die Spieleinstellschraube jetzt nochmal bewegen, ohne dass man da Angst haben muss, dass der Simmerring ja wieder kaputt geht. Der ist jetzt erstmal neu und dann hält der das aus. Und ja, nun ja, da ist die Markierung Nummer 1. Hier ist die Markierung Nummer 2. Und das war nix. Also wenn man da am Rädchen dreht, am Lenkrad, kommt der ja hier so ein bisschen rüber. So. Und dann ist das auch gut. Tata. Gucken, ob man das einfangen kann. Na, fokussiere, du Hund. Tja, aber naja, also hier ist die Markierung und da ist die Markierung. Das ist jetzt quasi genauso wie es war. Wie gesagt, kein Kamerakind, das muss man alles alleine machen. Alles muss man alleine machen. Jetzt kommt die Mutter noch drauf und dann ist man im Grunde genommen fast fertig. Also eigentlich ist man mit der eigentlichen Reparatur fertig, jetzt nur noch am Zusammenbauen. Wie immer hätte ich fast vergessen, da gibt es noch so eine schöne Schmutzschutzkappe, die wir mal noch drauf machen. Weil wenn man die jetzt nicht drauf macht, kriegt man sie später nicht mehr drauf. Also gibt da gewisse Mercedes, die Mercedes auch am Leben halten will, ne? Und demzufolge gibt es dann die passenden Teile dafür wahrscheinlich auch noch in 100 Jahren. So als Oldtimer, aus Oldtimer-Restaurationsgründen quasi. Und ja, das ist halt hier, wird bei diversen Lenkgetrieben verbaut. Und das ist jetzt halt eben das LS2, aber ja, da kann man die halt auch anbauen. So, einmal fällt er nieder. Das wird ein Spaß, das wieder zusammenzuschneiden. Also nochmal ab den Spaß. Der kommt nämlich hier so drauf. Jetzt wird man überlegen, ob er so rumkommt oder so rum. Ich würde sagen, der kommt so rum drauf. Aber wer weiß. Wer weiß. So, man kann auf jeden Fall weniger Scheiß eindringen. Wie rum auch immer es richtig ist. Eigentlich sieht es ja so ganz gut aus. Ich würde sagen, so rum ist richtig. So. Ah ja, jetzt natürlich noch mal kicken, ob der auch wirklich in Flucht ist. Ja. Wo ist er? Da ist er, der große. Der hier, Das ist der Proxom 3/4 Zoll. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Also eine 3/4 Zoll. 3/4 Zoll Werkzeug, Gratschenwerkzeug braucht man extrem selten. Von daher, ja, weiß ich nicht. Wenn ihr jetzt nicht passionierte Schrauber seid wie Ecke, dann leiht euch das vielleicht irgendwo. Wenn ihr in Berlin seid, meldet ihr euch. Wenn ihr mir sympathisch seid, dann könnt ihr sich euch das von hier aus mal ausleihen. Oder ihr kommt zu mir, dann mache ich euch das gegen Aufwandsentschädigung. Heißt Geld. So, jetzt hole ich mal noch einen Drehmomentschlüssel, damit ich das mal auf irgendeinen halbwegs sinnvollen Wert einstellen kann. So, hier den großen von Proxon, den MC500. Der große ist auch ein 3/4 Zoll. Ja, jetzt gucken wir doch mal, ob sich das ja so problemlos nach links und rechts lenkt. Ja, sehr verehrte Damen und Herren, ich präsentiere die Dichtung gewechselt. Also ich meine, mehr muss man jetzt, könnte mir jetzt hier so entertainermäßig noch das alles aufzeigen, wie man das alles zusammenschraubt, aber das kriegt er alleine hin, wer nicht zwei linke Hände hat. Der hat jetzt alle Informationen, die er braucht. In verschriftlicher Form findet er das noch unten in der Beschreibung. Da gibt es auch noch ein
Verlinke ich auch nochmal so einen anderen Artikel von jemandem, der das nochmal in Textform gemacht hat. Ein bisschen schöner als ich, aber ist ja auch irgendwie schön, das immer mal zu sehen, wie man das macht. Und ja. Na dann, viel Spaß beim Schrauben. Abonnieren nicht vergessen, Daumen da lassen, der ganze Scheiß. Und wie gesagt, Werkzeug in der Beschreibung und können mehr einen Kaffee spendieren, wie immer. Tschüss!